bin ich. Nein, es ist nicht, was du denkst. Noch nicht. Langsam. Beweg dich erstmal nicht. Vic? Lang nicht gesehen. Vic. Ich weiß, es tut weh. Du warst weggetreten, als du hier ankamst. Musste dir Beta-Haloperidol geben. Aber Lichtübersensibilität ist gut. Heißt, dass deine Sehnerven noch intakt sind. Mein Kopf. Ach. Der Biochip ist fast wieder stabilisiert. Fühlt sich an. Als ob jemand deinen Kopf als Messerblock benutzt. Wie bin ich hier gelandet? Hast dich hergeschleppt, mehr tot als lebendig. Hast Misty mächtig erschreckt. Hast den Patienten, der hier lag, vom Tisch geschubst. Und verlangt, sofort behandelt zu werden. Sag ihm, es war dein Schutzengel. Ich war nicht ganz ich selbst. Ich weiß. Ziemlich beunruhigend. Sag mir die ganze Wahrheit, Vic. Du bist an einem kritischen Punkt. Versuch, dich aufzurichten. Vorsichtig. Okay. Aber erwarte kein Wunder. Langsam. Wieder ein Sieg für die Geschichtsbücher. Wenn du was zu sagen hast, Vic, sag's einfach. Und wie lange soll das jetzt noch so weitergehen? Sag du's mir. Wenn ich mir dich angucke, nicht lange. Noch ein Anfall und du kriegst nirgendwo mehr hin. Du wirst in irgendeiner Gasse krepieren. Das ist deine letzte Chance, die Sache in die eigene Hand zu nehmen. Kapiert? Die Sache in die eigene Hand nehmen? Was glaubst du, tue ich die ganze Zeit? Was es auch ist, es führt dich immer wieder auf meinen Tisch. Siehst du das Zeug da drüben? Aha. Dort findest du etwas, womit du es auf deine Art zu Ende bringen kannst. Wenn du die paar Meter bis zum Tisch ohne Hilfe schaffst, liegt der Rest allein in deiner Hand. Ist das jetzt Anstiftung zum Selbstmord? Auf deine Art, hm? Will ich sterben? Sehr subtil, Doc. Was passiert, wenn ich sage, ich muss darüber nachdenken? Dann kippe ich einfach um, weil ich habe ja keine Zeit mehr. Und wenn ich sage, Schnauze, ich entscheide, ist Johnny... Na gut, Johnny ist eh pissig. Und dann, was habe ich für eine Wahl? Ich kann Johnny nicht umbringen. Also, er ist in meinem Kopf. Ich kann nur mich umbringen, oder Vic? Aber der kann ja gar nichts dafür. Es ist eine ungünstige Situation gerade. Ja, das ist Finale quasi. Wir waren schon am Point of No Return. Also, das ist wahrscheinlich gerade finito, Finale, wie auch immer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe das Gefühl, ich sterbe so oder so. Entweder ich bringe mich jetzt selber um, weil da liegt eine Knarre, oder ich muss darüber nachdenken und falle draußen vor der Tür um. Muss darüber nachdenken. Das reicht, Johnny. Ich muss das überdenken. Du willst dir das Hirn zermartern? Okay. Aber nicht hier unten.
Wie? Scheiße, das habe ich gehört. Gehört? Was? Geh und bring das in Ordnung. Na toll. Mhm. Ich glaube, ich schaff's. Jetzt spricht Johnny... Wie auch immer du entscheidest. Zuerst sollten wir von hier verschwinden. Jetzt spricht Johnny schon aus mir. Nimm die Pillen, ich muss. Dann ist Johnny weg. Das sind keine Pillen. Ah, okay. Ja, ich habe die ja gar nicht genommen. Also, ich habe die Pillen genommen, aber nicht genommen. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, Vic. Ich wünschte, ich könnte mehr tun. Und jetzt geh. Ich will zumachen. Nimm die Meds und tu, was du tun musst, Vic. Danke, Vic. Das werde ich. Pass auf dich auf. Viel Glück, Kleine. Entschuldigung, dass ich dich so erschreckt habe. Hey, ich habe deine Gedanken gehört. Das war nicht meine Absicht. Tut mir leid. Nicht nötig. Ich weiß, was los ist. Ja? Und ich weiß, es wird nicht einfach. Für keinen von euch. Wenn du es hier nicht entscheiden willst, ich kenne da einen besseren Ort. Okay, geh vor. Was macht diesen Ort so besonders? Ich war mal mit Jackie dort. Ist nicht weit. Ja, weit schaff ich's auch nicht Jackie? Mehr. Was hat er mit all dem zu tun? Du wirst sehen. Na komm. Oh, das wäre aber irgendwie auch cool, wenn sich der Kreis jetzt schließt und wir jetzt wieder was mit Jackie gemeinsam haben, ne? Also nicht unbedingt den Tod, aber sie war da gern mit Jackie. Jetzt geht sie da mit uns hin. Ganz oben. Er hatte denselben Gesichtsausdruck. Wer? Jack? Das war's, Chica. Ich bin am Ende. Klingt nicht nach dem Jackie, den ich kannte. Es ist lange her. Seine Mutter hatte gerade erfahren, dass er bei den Valentinos war. Glaub mir, Signora Wells auf der einen Schulter, dein Gangkumpel auf der anderen. Wer kann sich da entscheiden? Mhm. Mein Jackie hatte es nicht leicht, aber er fand den Mut, sich zu vertrauen. Das ist Stoff für ein Buch, Behemoth. Nachdem wir hier waren. Super romantisch. So viele Gemeinsamkeiten. Gleich und gleich zieht sich einfach an. Ah, schon besser. Luft. Siehst du die? Was sehe ich? Ich komme her, wenn ich mal raus will. Zum Nachdenken. Sie hat recht. Du solltest dich auch mal hinsetzen und über alles nachdenken. Danke, Misty. Du hattest recht. Guter Platz. Sag mir, was hat Jackie hier beschlossen? Ach, du weißt schon. Irgendwann werde ich eine Legende sein. Ich lasse dich jetzt allein. Nimm dir Zeit. Also irgendwie geht der Untertitel von Johnny nicht weg. Du hast mir einen schönen Schrecken eingejagt. Ich dachte wirklich, das war's. Nope. Immer noch da. Vorerst. Du solltest alle anrufen, von denen du dich verabschieden willst. Wow. Worst-Case-Szenario. Das klingt düster. Nein. Aber was immer du entscheidest, birgt Risiken. Wenn's nicht so läuft, wie wir wollen. Mach's einfach. Wenn du irgendwen sprechen willst, tu's jetzt. Die Pillen können warten. Ruf ein paar Namen und Judy an. Nicht mein Stil, mich zu verabschieden. Doch nicht. Wie du meinst. Wir rufen die Mann an. Wir haben echt viel zusammen durchgemacht, ha? Überleg mal. Alles hat auf einem Müllhaufen angefangen. Mhm.
Dann wolltest du mich umbringen. Genau das meine ich. Und jetzt sind wir hier, zusammen, und genießen den Blick auf Night City. Ich bedauere nur, dass ich nicht mehr erlebe, wie alles endet. Du bist der, der die einzig verbleibende Option ablehnt. Mit solchen Monstern zusammenarbeiten? Ums Verrecken nicht. Secure your soul, sehr passend, ja. Aber ich muss sagen, ich find's schön, dass die hier bei der Szene die Map oben rechts und die Questlog und so, dass sie das alles ausgeblendet haben. Es wirkt schon alles sehr... Ende? Und wir können einfach niemanden anrufen. Ich glaube, wir waren nicht Freunde genug mit den allen. Wir dürfen die nicht anrufen. Aber ja, MeTime ist wichtig. Das muss ich auch sagen. Für MeTime muss immer Zeit sein. Ich denke, wir könnten es mit Arasaka versuchen. Was sollte der Scheiß? Wie kannst du so scheiße stur sein? Das habe ich definitiv von dir. Bist du ganz sicher? Von da an gibt's kein Zurück. Ja, ich habe hier keine Wahl. Ich könnte einfach jetzt Schluss machen, dann erschieße ich mich doch. Ich habe hier immer noch die Knarre liegen. Ja, aber sei nicht sauer. Das geht mir dermaßen am Arsch vorbei. Ich glaube, die Entscheidung wirst du bereuen. Und wenn du es merkst, werde ich nicht da sein, um dir zu helfen. Das könnte das letzte Mal sein. Wenn es nicht klappt. Ich will einfach da sein, alles mitkriegen. Wir sehen uns in Mikoshi. Johnny? Okay, nur ich. Ich habe die Panama-Option nicht, weil ich ihre Nebenquests nicht gemacht habe. Ich habe nur ihre Hauptquests gemacht, aber ich habe an Nebenmissionen gefühlt nichts weiter gemacht. Deswegen habe ich keine Unterstützung und keine Hilfe. Ich habe mich auf Main Story fokussiert. Endlich. Dein Angebot. Ich nehme es an. Du hast dir Zeit gelassen. Zwischenzeitlich hat Yorinobu etwas unternommen. Was denn? Mein Bruder hält mich als Gast in seinem Anwesen in North Oak fest. Eingesperrt? Ja. Seine Leute bewachen mich zu meiner Sicherheit. Nicht gut. Was jetzt? Wir können nicht mehr warten. Ich muss hier weg. Und dafür brauche ich deine Hilfe. Wo bist du? Bei Victor, meinem Ripper-Doc. Hinter einem kleinen Laden namens Mistys Esoterikum. Ich schicke dir jemanden, der dich zum Anwesen fährt. Und dann besuchen wir meinen Bruder im Arasaka Tower. Okay. Dann machen wir das jetzt alleine. Ja, also ich habe wirklich... Achso, sehe ich jetzt nicht mehr. Ich habe nichts an Nebenmissionen gemacht. Ich habe auch Claires Mission nicht beendet. Ich habe Panams Mission nicht beendet.
Deswegen habe ich keine Freunde. Aber ich mache das einfach alleine. Ah, da muss man sich mit niemandem absprechen. Es ist wirklich auch alleine Urlaub. Es ist viel entspannter. Also wenn ich könnte und ich hätte hier eine Wahl gehabt, hätte ich natürlich Leute dazu genommen. Beziehungsweise wäre vielleicht nicht mit Hanako. Hätte mit ihr keinen Deal gemacht. Aber ja. Jetzt ist so, wie es ist. Und vielleicht mache ich ja noch ein paar Nebenmissionen. Vielleicht gucken wir uns noch mal ein Ende an. Ich weiß es nicht. Ich lasse es mal auf mich wirken. Aber jetzt machen wir erstmal das hier. Verlass dich auf andere und du wirst verlassen. Oder so ähnlich. Genau. Deswegen machen wir einfach alles selber. Wie sowieso gefühlt in dem ganzen Spiel. Machen wir einfach alles selber. Ja, wobei wir hatten schon recht viel Hilfe und Unterstützung und helfende Hände. Aber das Finale gehört uns. Bist du das, Vi? Oder? Vivek meinte, ich nehme die Dinge in die eigene Hand. Und was nun? Ich warte auf meinen Fahrer. Komm rein, wir warten zusammen. Also ich will auf jeden Fall noch die Autorennen mit Claire machen. Panam mochte ich auch sehr, tatsächlich. Ich habe auch die ganze Questreihe mit Delamain nicht gemacht, mit seinen Taxen. Ich habe auch die ganze Reihe mit dem Bürgermeister nicht gemacht. Ich habe sehr viel nicht gemacht, tatsächlich. Ich habe mehr nicht gemacht, als ich gemacht habe, wahrscheinlich. Aber ja, siehst du jetzt mal was anderes. Hoffentlich erfolgreich. Da du ohnehin warten musst, soll ich für dich legen? Oh, Tarotkarten. Oh, und ich wette, sie hat nur die Tarotkarten im Deck, die wir aufgedeckt haben. Klar, gerne. Manche glauben, Unsicherheit ist böse und nur Weissagung kann sie vertreiben. Andere sagen, Veränderungen sind böse. Aber das stimmt auch nicht. Wir verändern uns andauernd, ununterbrochen. Wir sollten nicht die Veränderung fürchten, sondern zu wem wir werden. Deshalb müssen wir unseren Weg kennen. Ich habe das extra für dich und Johnny zusammengestellt. Deine Zukunft ist seine. Und umgekehrt. Wollen wir es wissen, Chat? Wie lange wolltest du das machen? Rein schwedisch bis 21 Uhr, wie immer montags. Hallo? Ist da jemand? Okay, bin bereit. Wir beginnen mit dir, Vi. Der Narr. Was eine Überraschung. Schauen wir uns das mal genauer an, um die Bedeutung zu erfahren. Der Narr symbolisiert den Anfang einer Reise, die Ankündigung von etwas Neuem. Er ist das innere Kind, neugierig auf die Welt, aber auch naiv und sorglos. Klingt nach der Vi, die ich kennengelernt habe. Der Magier. Eine Person mit Talent und Charisma. Ein Anführer. Klingt nach Johnny. Die Karte ist umgekehrt. Das kann für eine Suchtneigung sprechen. Geistige Störungen. Okay, definitiv Johnny. Der ganze Typ ist eine Störung. Die letzten Karten handeln von eurer Zukunft. Der Teufel. Hast du noch einen anderen Stapel? Einen fröhlichen? Das ist kein Witz, Vi. Ein umgekehrter Teufel steht für Unterwerfung. Kontrollverlust, Aggression, das Böse, ein Machtkampf. Was immer du vorhast, fass es als Warnung auf. Okay, und Johnnys? Der Mond. Das
Klingt doch nicht schlecht, oder? Ich weiß nicht wie. Der Mond steht für Rätsel. Wir werden abgeholt. Ich glaube, das ist für dich. Warte, ist das eine Arasaka-Limo? Ja, ist es. Aber wie? Die haben Jackie getötet und jetzt arbeitest du für die? Du verstehst es nicht, oder? Jackie ist tot, weil wir eine dumme Entscheidung getroffen haben. Und alles andere sind nur die Konsequenzen. Die Karten haben nicht gelogen. Du hast dich verändert. Und zwar zum Schlechteren. Das spüre ich. Ich weiß, Misty. Schönen Abend noch, Nico. Viel Spaß im Lurk. Und gute Nacht. Ach, hier landet also Arasakas beste Technologie. Charmant. Und wo ist der Ripper? Liest im Hinterzimmer die Zukunft aus Rattenknochen? Der geht dich gar nichts an. Anders Hellmann. Quicklebendig, wie ich sehe. Hätte gedacht, deine Leute würden dich nach deinem Ausflug zu Kang Tao kalt machen. Für Arasaka bin ich quicklebendig nach wie vor mehr wert als kalt. So wie ich. Also laber nicht und bring mich zu Hanako. Ach ja, Hanako. Weißt du noch, worüber wir zuletzt geredet haben? Das Konstrukt in deinem Kopf und wie es deine Entscheidungen beeinflusst? Dasselbe Konstrukt, das in seinem letzten Leben 2 Atombomben im Arasaka Tower hochgehen ließ. Und jetzt haben du und dieses Konstrukt beschlossen, bei Arasaka aufzuräumen. Ein interessanter Zufall, findest du nicht? Ist es, aber kaum interessanter als deine Paranoia. Glaubst du wirklich, ich habe irgendwas vor? Ich weiß nicht, was ich glaube, aber ich behalte dich im Auge. Fahren wir. Mir fällt gerade noch was ein. Wir sind fast da. Warum hat sie sich nicht gemeldet? Wer? Hanako? Hilf mir auf die Sprünge. Was hast du hier gleich noch verloren? Oder ich? Miss V und ihr Chauffeur. Vorsichtig, okay? Wenn du meinen Wagen crashst. Bin ich etwa dein Chauffeur? Das war nicht vereinbart. Mit mir auch nicht, Klugscheißer. Also halt die Klappe und fahr. Und jetzt zum lustigen Teil. Die Limo ist Arasakas, aber hinterm Checkpoint sind Wachen postiert. Verhalte dich natürlich. Ich meine, verhalte dich ruhig und es wird schon klappen. Ist alles in Ordnung? Bis auf Weiteres darf niemand das Anwesen betreten. Auf Befehl von Yorinobu Arasaka. Hanako erwartet uns. Sei so gut und mach jetzt keinen Ärger. Hm? Auf Befehl von Yorinobu Arasaka. Soll das ein Witz sein? Sie wissen doch, wer ich bin. Ja, aber ihr es nicht. Identifizieren Sie sich. Ich habe keine Zeit für sowas. Hanako Arasaka erwartet uns.
keine Bewegung. Das riecht nach Ärger. Jeden Moment wird Verstärkung hier sein. Help, Mann. Scheiße, verdammt. Super, Hellmann. Wie war das noch? Wir sollen uns natürlich verhalten. Ach, halt's Maul. Da unten ist ja nur so ein Roboter-Ding. Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Tu, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Ich bin im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die vier Wachen neutralisieren. Wie? Ist das klar? Sicher. Neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung erhalten. Was läuft da jetzt hier genau vor mir lang? Sind die nächsten. Leise kann auch jeder. Treffen die mich hier? Ja, das... Was? Das sind meine Gorilla-Arme. Ich habe auf meinen Gorilla-Arm ja drauf 11% Chance auf Brennen. Aber ich nutze halt... Ich gehe nicht in den Nahkampf, deswegen nutze ich das eh nicht. Aber ich habe jetzt Gorilla-Arme mit Feuer. Ist alles in Ordnung? Bis auf Beitritt darf niemand das Anwesen betreten. Dann sage ich jetzt halt einfach auf komplett Befehl gar nichts. Von Yurinobu Arasaka. Auch bei Hanako der zweiten Möglichkeit uns. Nicht. Sei so gut und mach jetzt keinen Ärger. Hm? Auf Befehl von Yurinobu Arasaka. Soll das ein Witz sein? Sie wissen doch, wer ich bin. Ja, aber ihr es nicht. Identifizieren Sie sich. Keine Bewegung. Wow, das hat gar keinen Unterschied gemacht. Im Moment wird Verstärkung hier sein. Beim nächsten Mal zerhauen wir ihm seinen Kopf. Super, Hellmann. Wie war das noch? Wir sollen uns natürlich verhalten. Ach, halt's Maul! Scheiße, verdammt! Was jetzt? Die lassen uns nicht in ihre Nähe. Tja, dann müssen wir uns den Weg eben freiräumen. Tu, was du nicht lassen kannst. Du holst Hanako. Ich bin beim AV. Ich bin im Schlafzimmer, im mittleren Teil des Gebäudes. Anders, geh den AV holen. Aber zuerst müssen wir die vier Wachen neutralisieren. Wie? Ist das klar? Sicher. Neutralisieren. Ich störe ihre Funkverbindung, damit sie keine Verstärkung erhalten.